Aber jetzt schauen wir doch mal, was wir gerade dabei sind, umzusetzen. Wir setzen gerade einen weltweiten Maßstab als Europäische Union. Wir haben uns geeinigt mit Standards, mit Schnittstellen, mit Backends, Gateways, wie das alles technisch heißt, einen digitalen Impfpass zu entwickeln in den europäischen Ländern, der in der ganzen EU funktioniert und kompatibel ist. Und wenn uns das gelingt für die EU jetzt in den nächsten Wochen, dann werden wir damit im Zweifel einen Weltmaßstab setzen, weil wir die erste Region auf der Welt sind, der das überhaupt gelingt, nicht nur eine nationale Lösung zu haben, sondern eine, die international anschlussfähig ist. Das haben nicht mal die USA.